Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch zwei Spiele und den Anfang macht Sparkstar fürs SNES. Das Spiel ist 1994 in Europa erschienen und es hat auch noch ein paar Vorgänger gehabt und auch Nachfolger, nämlich auf dem Mega Drive. Da gab es schon den Helden Sparkstar, nur halt hießen die da nicht Sparkstar, sondern hieß Rocket Knight Adventure. Ja, Sparkstar, das ist ein Opossum, der eine Ritterrüstung anhat, einen Raketenrucksack auf dem Rücken und ein Schwert für die Angriffe hat. Erstmal, das Spiel ist ein Sidescroller und die Geschichte, die sich dahinter verbirgt, ist halt das Übliche. Ihr müsst eine entführte Prinzessin wieder retten, das Land befreien von dem Bösewicht. In dem Fall heißt der Bösewicht Lioness und ist der Anführer der gelben Wölfearmee oder so heißt sie, glaube ich. Und ihr habt auch noch einen weiteren Kontrahenten, nämlich den Axel Gear. Das ist ein ehemaliger Rocket Knight, der sich halt auf die andere Seite gestellt hat. Sparkstar beherrscht, ja, man könnte sagen, drei verschiedene Angriffstechniken. Auf der einen Seite den normalen Schwertschlag, der schießt dann auch gleichzeitig noch ein paar Energiestöße raus, um die Gegner halt auf der Distanz auch zu treffen. Dann hat er einen Halbkreisschlag. Der ist halt gut dafür, wenn ihr in der Menge seid und schnell reagieren müsst, dann ist der Schlag am besten. Und er kann seinen Raketenrucksack aufladen und kann dann mit Affenzahn durch die Gegnermassen durchhetzen und gleich mehrere mitnehmen. Mit dem letzteren kann man auch Abgründe überwinden, die man sonst nicht schaffen würde. Sparkstar, das Spiel, ist auch auf dem leichten Schwierigkeitsgrad fordernd. Zum Beispiel habe ich euch hier auch ein Level mal reingebracht, da füllt sich ein Schiff mit Wasser und wenn ihr zu langsam seid, dann schließen sich die Rettungstüren und ihr habt das Level verloren, weil ihr ertränkt. Ganz einfach. Das war für mich als Kind immer eine Herausforderung, mittlerweile ist es nicht mehr ganz so schwer, aber ich wusste ja auch, was ich machen muss. Kommen wir nochmal damit, der Sparkstar kann verschiedene Sachen sammeln im Spiel. Und zwar sind das einmal diese roten Kristalle, die ihr seht. Das sind neben Punkte für den Score, den ihr kriegt. Oben links seht ihr den Score. Kriegt ihr auch ab 100 gesammelten Kristallen ein Leben dazu. Das seht ihr unter Rest. Das sind die Leben. Und die Kristallanzeige daneben. Und halt habt ihr da oben noch einmal die Rucksackanzeige, die im Moment blau ist. Wenn ihr halt schlagt oder den Schlagkopf gedrückt habt, füllt ihr sich und dann könnt ihr halt den Angriff machen, um auf diesen Flugangriff machen. Und darunter halt die Herzen. Die Herzen könnt ihr auffüllen im Level, indem ihr halt entweder sterbt, dann kriegt ihr neue Leben dazu. Oder ihr findet Äpfel, die ihr essen könnt, dann kriegt ihr auch nochmal Leben. Ansonsten ist es nicht möglich, Leben zu bekommen im Spiel. Eine Herausforderung im Spiel sind eindeutig die Bosskämpfe. Jeder Bosskampf hat eine andere Taktik, die ihr anwenden müsst, um den Gegner auch zu besiegen. Es kann schon mal sein, dass ihr das Levelende mit 1 bis 2 Leben erreicht und dann sterbt, weil ihr erstmal herausfinden müsst, mit welcher Taktik könnt ihr den Gegner besiegen, welches Glied an dem Roboter, an der Maschine dürft ihr nicht berühren, weil ihr sonst Leben verliert. Das kann schon mal sein, dass ihr mal den Gegner dann 1-2 Mal erst machen müsst, bevor ihr wisst, wie ihr den besiegen könnt. Und ja, das Spiel hat eine Besonderheit, nämlich wieder im Schwierigkeitsgrad. Wenn ihr das Spiel nämlich auf leicht spielt, dann kriegt ihr am Ende einen Endkampf mit Axel Gear. Und wenn ihr das Spiel auf normal spielt, dann kriegt ihr einen Endkampf mit dem Lioness. Und spielt ihr es auf schwer, dann könnt ihr auch noch das richtige Final Level spielen, weil dann kriegt ihr noch ein extra Stage freigeschaltet. Und ja. Das Spiel kostet im Moment, habe ich geguckt, für euch bei eBay 30 Euro. Dann ist aber auch alles dabei, Anleitung, Verpackung, alles top. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum zeige ich euch dieses Spiel überhaupt? Warum habe ich das alte Spiel rausgekramt? Es hat einen ganz einfachen Grund. Im Jahre 2010 ist das Spiel Rocket Knight für die Xbox 360 und die PS3 erschienen. Und hey, es ist der Nachfolger von dem alten Sparkstar. Es hat wieder die Story, dass die Prinzessin entführt wurde, ihr müsst sie wieder retten, ihr kämpft wieder gegen die Wölfe, ihr kämpft wieder gegen die Roboter, ihr kämpft wieder gegen Axel Gear. Ja, man könnte wirklich sagen, es ist einfach eine Neuauflage. Man könnte sagen, es ist wie Zelda, also es ist einfach wieder eine Story, wo ihr wieder jemanden retten müsst und wieder die Welt und Prinzessin und. Aber es ist Sparkstar. Der Sound ist von Sparkstar, man merkt sofort, erstes Level direkt, ah, da kommen Erinnerungen hoch, Super Nintendo, Sparkstar, die gleiche Melodie, denkst du, geil.
Und auch an sich hat sich kaum was geändert. Ihr habt ja die gleichen Angriffe. Ihr habt, wie gerade schon erwähnt, im ersten Teil Schwertangriff, Kreiselangriff und Sturmangriff. Ihr sammelt wieder Kristalle. Diesmal habt ihr zwar nicht nur rote, sondern ihr habt blau-rote. Blaue sind weniger wert als die roten, aber das ist halt so. Ihr sammelt diesmal keine Äpfel ein, sondern Herzen. Was allerdings rausgenommen wurde, sind die Level, wo ihr mit dem Metallvogel oder den Kampfrobotern die Gegner fertig macht. Dafür sind Fluglevel, wo ihr den Raketenrucksack auch mal voll ausnutzen könnt, indem ihr dann halt gegen Drachenflieger und Flugschiffe kämpfen könnt. Eine sehr nette Abwechslung zum normalen Hüpfen, Fliegen, Schlagen, Sammeln, Hüpfen, Fliegen, Schlagen und so weiter. Auch an sich, das Level-Design ist sehr schön gemacht, abwechslungsreich. Ihr habt Level, die sind vom normalen Wald-Level. Da habt ihr mal eine Burg, ihr habt Eislevel. Das Eislevel ist auch eine Besonderheit, da lädt sich euer Raketenrucksack nicht auf. Das heißt, ihr seht, oben diesmal habt ihr nicht eine Energieanzeige, die dauerhaft gefüllt ist, sondern mit jedem Einsatz verringert die sich. Und in dem Eislevel habt ihr halt eine volle Anzeige, die füllt sich aber nur auf, wenn ihr in so Bereichen kommt, die mit Fackeln versehen sind, damit sich der Raketenrucksack wieder auftauen kann. Also schon etwas an Abwechslung geboten auf jeden Fall in den einzelnen Leveln reingekommen. Ja, kommen wir jetzt auch nochmal zu etwas, was den Spiel ausmacht, nämlich den Bosskämpfen. Die waren ja schon bei Sparkstar sehr nett gemacht und haben auch richtig Laune gemacht. Das ist jetzt bei Rocket Knight auch so. Ihr müsst wieder Taktiken herausfinden. Ihr braucht auch ab und zu mal ein, zwei Versuche, bis ihr den Gegner besiegt habt. Und das auch schon auf leicht, muss man dazu sagen. Auch der Endkampf. Ihr glaubt, ihr habt das Spiel fast durch und dann kommt der Bosskampf nochmal und der verlangt gleich nochmal alles von euch, weil ihr da gleich mehrere Taktiken braucht, weil er seine Taktik auch ändert und ziemlich kompliziert wird. Aber was kostet das Ganze? Das Ganze kriegt ihr für 1200 Punkte im Xbox-Bereich und 15 Euro im PSN-Shop. Und mein Fazit zu diesem Spiel ist einfach, es ist ein gutes Spiel. Fans der Vorgänger sollten auf jeden Fall sich das Ding zulegen. Und was halt Kritikpunkt meines Erachtens ist, ihr habt das Spiel an einem verregneten Nachmittag locker in 4-5 Stunden durch. Und das Ganze für diesen Preis, halt 15 Euro, das ist natürlich schon eine Menge Holz. Und ich würde sagen, dafür ist es leider ein bisschen zu kurz, weil ihr kriegt für 15 Euro natürlich auch schon Spiele, die deutlich länger Spaß machen. Allerdings, wenn das Spiel mal im Angebot ist, wenn ihr das mal vielleicht für, was weiß ich, 10 Euro 800 Punkte kriegt, dann solltet ihr auf jeden Fall zuschlagen, wenn euch das Spiel zusagt, weil es ist gut, es macht wirklich Spaß in diesen 4-5 Stunden, es ist niemals langweilig gewesen, wo ich das durchgespielt habe. Und ihr könnt nur noch was freischalten, ihr könnt noch einen zweiten Anzug freischalten, ist natürlich jetzt nicht die Welt, aber hey, motiviert auf jeden Fall ein bisschen. Das war jetzt erstmal von mir das Sparkstar Rocket Knight Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr postet auch ein bisschen was. Schreibt mir, wie ihr das Video fandet, was wir besser machen können. Und ich hoffe, man sieht sich demnächst mal. Macht's gut!